Hi, ich bin Christian Friedl. Ich komme aus Dresden, ursprünglich aus Magdeburg. Und heute stelle ich hier im Eulenspiegel, der mir sehr bekannt ist als Figur, aber dieses Kino ist mir noch nicht bekannt. Heute stelle ich den Film Elsa vor. Schön, dass du hier bist. Wie ist es für dich jetzt das erste Mal, den Film Elsa hier vorzustellen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich noch nie in Essen war. Und ich kam heute an und da stand, dass es eine Einkaufsstadt ist. Und ich habe morgen etwas Zeit und bin mal gespannt, was mich hier so erwartet in der schönen Stadt. Und ich bin ja gerade auf einer großen Tour durch über 45 Städte. Und das ist für mich sehr, sehr spannend, wie die Leute den Film aufnehmen werden. Und es ist mir ein inneres Bedürfnis und eine große Freude, den Film in so verschiedenen Städten vorstellen zu können. Und gerade in Städten, in denen ich noch nie war. Dann kommst du ja noch ein bisschen rum durch Deutschland. Ja, und es ist heute erst die dritte Stadt. Wie sind denn bisher die Reaktionen auf den Film? Also die Reaktionen sind sehr, sehr positiv. Die Leute sind am Ende sehr, sehr bewegt und brauchen auch erstmal ein bisschen Ruhe. Und ich versuche dann etwas locker zu sein am Schluss oder bei der Diskussion dann über den Film, um auch zu zeigen, es ist letztendlich ein Film, der eine sehr bewegende Geschichte erzählt, aber es ist vielleicht auch interessant, dass die Leute ein bisschen über die Machart des Films erfahren und über die Leute, die das gemacht haben und vielleicht auch ein bisschen Sachen erfahren, die wir erfahren haben über Georg Elser. Und manchmal erfährt man selber auch noch Dinge oder historische Fakten von den Zuschauern selbst, wenn zum Beispiel Historiker wie gestern im Saal sitzen. Das hat mich dann auch, also das war dann sehr, sehr anregendes Gespräch und das Publikum ist sehr gemischt. Also es sind sehr junge Leute dabei, sind aber auch ältere Leute dabei und das finde ich ganz toll. Wie schwierig war es, ein historisches Ereignis für die Leute als Film aufzubereiten? Naja, es ist schwierig, weil natürlich viele Filme, es gibt sehr viele Filme über den Zweiten Weltkrieg und die Leute denken dann immer, oh, jetzt kommt schon wieder so ein Schinken da aus der Zeit. Und deswegen ist es wichtig, einen Film zu machen, der trotzdem etwas über uns heute erzählt. Also, dass man zwar einen historischen Film macht und auch in historischen Kostümen und mit einer, wie bei uns zum Beispiel, verbrieften Geschichte, aber andererseits natürlich Dinge anspricht, die für uns heute wichtig sind. Also, dass man auch einen Grund hat, warum man diese Geschichten erzählt. Und das, finde ich, ist bei unserem Film eigentlich sehr gut gelungen, weil mich persönlich spricht der Film, also die Geschichte, auch schon beim Lesen des Drehbuchs, inspiriert mich das, weil diese Geschichte erzählt, dass wir alle politische Menschen sind und dass wir in einem Land leben, wo wir eine freie politische Stimme haben, uns aber bewusst sein sollten, für was wir diese politische Stimme einsetzen. Kanntest du diese Person, die Geschichte, schon vor dem Lesen des Drehbuchs? Nein, ich habe ihn leider überhaupt nicht gekannt. Ich habe zwar in München studiert und wusste, dass es da einen Attentat auf dem Bürgerbräukeller gab, aber ich kannte Georg Elser nicht. Wie hast du dich selber auf den Film vorbereitet? Hast du selbst mal ein KZ besucht oder ähnliches? Ich habe mal in einem anderen Film einen Juden auf der Flucht gespielt, der dann auch in ein KZ kam. Und ich habe mir das KZ Buchenwald angeschaut vor dem Film. Das hat mich unglaublich runtergezogen und emotionalisiert. Und das habe ich auch in diesen Film mit reingetragen. Also es gibt auch hier Szenen, die im KZ spielen. Und ja, und man liest sonst sehr viel, man beschäftigt sich mit der Zeit und ich habe auch in den Verhörprotokollen über Georg Elser vieles über ihn auch biografisch erfahren. Was hat dich da am meisten beeindruckt? Mich beeindruckt die Tat, die Georg Elser vollbracht hat, dass er in einer Zeit, in der ein ganzes Volk einer riesigen Propagandamaschine euphorisch gefolgt ist, und es sehr schwierig war, dort Widerstand zu leisten, dass ein Mensch die Augen offen gehalten hat und wirklich diese großartige Tat vollbracht hat. Das hat mich fasziniert. Der Herr Elser ist ja durch Folter gegangen. Du spielst das natürlich auch im Film. Wie hast du dich darauf vorbereitet und bist du der Meinung, dass der körperliche Schmerz irgendwann auch in seelischen Schmerz übergeht? Ich glaube, dass die Sache bei der Folter ist ja, dass der körperliche Schmerz verheilen kann, aber ich glaube, der seelische Schmerz, die Gebrochenheit und die Demütigung, die einem Menschen dort widerfährt, ist viel, viel schlimmer und die lässt einem Menschen auch nicht los. Auf die Folter habe ich habe von dem Regisseur ein Essay bekommen von Jean Améry, das heißt Die Tortur, und dort beschreibt Améry, wie er selbst durch die Folter der Gestapo gegangen ist, in sehr drastischen und klaren Sätzen, und das
gibt einem eine Fantasie. Ich kann den Schmerz, den die Menschen dort empfinden, niemals nachempfinden, würde mir das auch nie anmaßen. Aber man bekommt eine Fantasie und man versucht, man kann sich auf solche Szenen nicht vorbereiten. Man muss es dann ausprobieren und da muss man das Glück haben, ein tolles Team zu haben, das hatte ich, und auch das Glück haben, einen Regisseur und eine Kamerafrau zu haben, die einen extrem auch begleiten darin und auch sagen, okay, das war jetzt, also auch einen dahin führen. So, und das war ebenfalls ein Glück bei den Dreharbeiten. Klingt nach einem guten Team. Ja, absolut. Du hast gerade schon gesagt, hier bei den Premieren sind auch unterschiedliche Altersgruppen da, unter anderem auch Jugendliche. Was denkst du, dass die Schüler von heute gegebenenfalls zu wenig über den Nationalsozialismus wissen? Ich glaube, was wichtig ist, was für junge Leute wichtig ist, dass man angeregt wird und inspiriert wird, politisch zu denken und zu gucken, egal welche Themen, die uns alle umgeben, und gerade wenn man jung ist und durch die Pubertät gehen muss, dann beschäftigt man sich mit so vielen Sachen. Es ist ja nicht nur Politik, auch die Sexualität. Also es ist, glaube ich, wichtig, dass junge Menschen eine Haltung und dass sie sich wieder unterhalten und dass sie eine Streitkultur entwickeln. Das gibt es ja kaum noch. Man ist gleich beleidigt, wenn man mal einem die Meinung sagt oder so. Und ich glaube, so, das wäre toll, wenn man... dass junge Leute angeregt werden, auch in der Schule, viel mehr zu diskutieren, anstatt immer nur öde vor sich hin zu lernen und irgendwas, was man eh dann wieder vergessen hat, weil man das nur für den Moment braucht. Das würde ich mir, glaube ich, wünschen. So. Und wenn unser Film eine Einladung ist, wir haben auch ganz viele Schulvorstellungen, und wenn das dann eine Einladung ist, sozusagen mit jungen Leuten mal darüber zu reden und zu hören, was die bewegt und was sie gerne ändern würden oder was, also das interessiert mich viel mehr, und das würde ich toll finden, wenn junge Leute da inspiriert werden. Wäre auf jeden Fall lobenswert, zumal vielfach in den Schulen ja auch die neuen Medien wie Filme genutzt werden, denke ich, dass dann so ein Film da auch den nötigen Anklang finden wird. Was muss denn passieren, damit du sagst, okay, ich muss jetzt in Deutschland irgendwas Neues bewegen, Widerstand selber aufbauen? Ich glaube, das fängt im Privaten an. Wenn meine Familie, meinen Liebsten, meinen Freunden irgendetwas zustößt oder ich vom Staat eingeengt werde, mich nicht mehr frei zu entfalten, ich glaube, dann würde in mir eine Unruhe wach werden, die vielleicht irgendwann zu einer großen Wut und vielleicht dann irgendwann auch zu einem Widerstand passiert. Ich glaube, das fängt im Privaten an. Also wenn es dir oder deiner Familie schlecht geht, dann würdest du bestimmt auch, ja, dann würdest du bestimmt auch reagieren müssen auch darauf. Und wenn das dann auch noch vom Staat kommt oder von der Politik kommt, wir können ja froh sein, dass wir in einem Land leben, wo wir frei entscheiden dürfen, was wir machen wollen. Uns trifft es schon ziemlich gut, im Gegensatz zu Sachen wie in Korea oder so. Dann. Okay, super, dann bedanke ich mich schon recht herzlich fürs Interview und dann viel Spaß jetzt gleich bei der Premiere. Spaß ist immer ein komisches Wort bei so einem Film, aber es ist ja auch ein Film, aber gute Unterhaltung. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Super, lass ausmachen.